Hallo ihr Lieben, hier bin ich wieder, eure Mina, und wie ihr schon am Untertitel erkennen konntet, sind das einfach drei Sachen, die 80 bis 90% der Frauen beim Abschminken total falsch machen. Also, als erstes, das hier, Seife, ist nur für die Hände gedacht, auf gar keinen Fall für das Gesicht. Also Seife wird nur für die Hände benutzt, nicht fürs Gesicht, denn es zerstört euren Säureschutzmantel der Haut. Deswegen werden wir andere Produkte verwenden. Also, auf jeden Fall verwende ich als erstes Tücher zum Abschminken. Bei mir sind das eben Nivea-Tücher, da die auch, ich habe das Gefühl wenigstens, dass die auch ein bisschen Creme enthalten, dann geschmeidiger über die Haut laufen. Aber natürlich, bevor ich mich abschminke, habe ich hier sowas, dass ich meine Haare abdecke. Das mache ich nämlich immer drauf, dass einfach meine Haare nicht nass werden. Ja, mit den Tüchern werden sie auf jeden Fall nicht nass, aber danach vielleicht. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Also wenn die Tücher viel leicht ausgetrocknet sind, kann man die immer noch ein bisschen nass machen. Aber ich fange immer mal an den Rändern an. Ja, wenn ihr jetzt seht, ich schaue aus wie ein Panda. Das kann man natürlich auch noch wegtun hier mit den Tüchern und so weiter, aber man bekommt einfach nicht das ganze Gesicht einfach ganz clean rein mit solchen Tüchern. Also das soll euch einfach, das will ich euch damit sagen, mit den Tüchern kriegt ihr das Größte, das Gröbere weg, aber nicht den richtig tief liegenden Schmutz. Und dafür habe ich auch natürlich eine Lösung. Also da hätte ich Ölreinigung, die hier ist von Hada Labo, und mit der könnt ihr da einfach hier pumpen in die Hand und auf die trockene Haut schon drauf machen und dann Wasser nehmen und dann fängt es an zu schäumen und dann über das ganze Gesicht drüber. Wer denkt, Ölreinigungen seien nicht so gut für sich, weil sie fettige Haut haben oder so, das ist wirklich nicht so. Danach hat man auf gar keinen Fall ein fettiges Gesicht. Aber für diese Person habe ich natürlich auch ein Waschgel. Das hier ist von Ombia. Das hier ist vom Aldi. Aber genau das gleiche gibt es natürlich vom DM, vom Balea zu kaufen. Genau das gleiche auch auf die trockene Haut drauf geben und dann einfach mit Wasser einschäumen und dann abspülen. Also ich werde jetzt gleich ins Badezimmer gehen und das natürlich mit dem Waschgel machen, statt mit dem Öl, weil normalerweise mache ich es mit dem Öl, aber ich will es euch hier vorzeigen mit dem Waschgel. Und deswegen Waschgel, ich tue es mal auf die Hand ein bisschen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Dann einfach aufs Gesicht. Ihr könnt das überall. Natürlich bei der Augenpartie ein bisschen aufpassen, aber es geht alles. Und dann nehme ich den hier und gehe ich so übers Gesicht. Ja, und ich kann euch jetzt mal schon zeigen, es ist trotzdem noch viel Schminke dran. Also ich gehe jetzt ins Badezimmer, wasche mir das alles weg und dann bin ich wieder da. So, jetzt bin ich wieder aus dem Bad raus und wie ihr seht, jetzt ist mein Gesicht richtig gereinigt. Und einfach Nummer 2 war einfach zweimal reinigen. Ob das zuerst mit den Pads oder mit den Tüchern gemacht wird, und da haben wir mit dem Waschgel oder mit dem Öl einfach
Ich würde euch einfach empfehlen, Waschgel oder Öl zu verwenden, denn sie schützen euren Säureschutzmantel der Haut und deswegen tun sie der Haut auch ganz gut. Und Nummer 3, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, nachdem man sich abgeschminkt hat, eincremen. Also bei mir geht das immer so, zuerst geht es mit dieser Hada Labo Lotion, die eigentlich ganz viel Hyaluron enthält. Die tue ich zuerst aufs Gesicht, weil sie sehr schnell einzieht. Obwohl sie ein bisschen ölig aussieht, ist sie aber dann doch nicht. Wenn sie eingezogen ist, ist es einfach ein ja, trockenes Gesicht, obwohl es sehr viel Feuchtigkeit abgibt für die Haut. Und ich tue das immer als erstes drauf. Wenn zum Beispiel Abend ist, kann man jetzt noch die Zähne putzen, bis das eingezogen ist. Und dann natürlich als zweites kommt dann meine Clinique-Creme drauf. Das ist die Clinique Master Search Intense. Das ist meine Nacht- und meine Tagpflege. Und von der braucht auch nicht viel. Tut ein bisschen hier drauf, ein bisschen auf die Nase, hier. Und natürlich die Augenbrauen auch nicht vergessen. Bei mir sind die immer halt trockener und deswegen sage ich das. Und natürlich beim Waschen die Ränder nicht vergessen. Ganz, ganz wichtig. Ja, und wenn jetzt Nacht wäre, würde ich jetzt noch diese CeraVe-Creme noch drauf tun. Die macht noch extra viel Feuchtigkeit noch dazu. Es ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig, dass das Gesicht einfach noch diese Cremes dazu bekommt, nachdem man sich abgeschminkt hat. Denn das bedeutet für die Haut einfach sehr, sehr viel, dass sie sich wieder regenerieren kann bis zum sozusagen nächsten Schritt, bis man sich wieder schminkt, dass man einfach eine schönere Haut hat und eine ebenmäßigere Haut hat. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Und wenn ihr noch nicht Abonnent meines Kanals seid, dann auf jeden Fall jetzt abonnieren nicht vergessen. Und dann seid ihr immer auf dem neuesten Stand der Dinge. Und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag.